Marco. Hallo. Hi. Dankeschön, dass wir jetzt in euren Bus dürfen. Das ist schon sehr exklusiv, oder? Ja, da lassen wir nicht jetzt jeden rein. Ja gut, los geht's, oder? Gehen wir rein, ja. Also ich sehe, ihr ernährt euch hauptsächlich von Sandwiches. Und Toast, das ist neben dem Gitarrenverstärker das zweitwichtigste Gerät. Das ist von der Mutter von unserem Schlagzeugtechniker, die macht immer so Chili-Pasta. Die brennt hier im Hals und nicht hier vorne. Das ist so Qualitäts-Chili. Und ich sehe, ihr mögt es gerne scharf, weil der hat auch noch extra scharfes Ketchup. Genau. Höllenfeuer! Dann gibt es den Alibi-Apfel. Wichtig, Kaffee, Kaffee, Kaffee und nochmal Kaffee. Und der Alkohol? Ah, hier. Das. Ginger Liquor. Es muss hier keiner durchschneiden, auf jeden Fall. Ich habe mir das jetzt aber echt ein bisschen chaotischer vorgestellt. Wer räumt denn da so schön auf? Das muss der Busfahrer sein, glaube ich. Also ich war es nicht. Oh, der lieber Busfahrer. Räum auf. Was habt ihr hier drin schon alles erlebt? Sehr viel Gespräche auch. Man verhandelt dann alles Mögliche. So. Man ist immer eine große Gruppe, die jahrelang unterwegs ist, sehr befreundet ist. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie eine Barsituation mit sehr, sehr engen Freunden. Also so. Man bekommt ja auch alle Launen mit. Ja, man versucht auch seine Launen sozusagen im Griff zu halten, weil klar, alles an Launen wirkt sich natürlich auf das ganze Gefüge aus irgendwie so. Ja. Wie macht Wanda Party im Bus? So wie alle Menschen zwischen 20 und 40, würde ich sagen. Und dann musst du kotzen und dann, wie machst du das? Nee, bis zum Kotzen saufen wir nicht. Das ist sinnlos. Also wenn im Bus kotzt, muss essen. Muss ja. Die Kotze aufessen? Ja, das ist die Regel. Ja. Wann müsst ihr auch mal anhalten so mit dem Bus? Wir sind mal irgendwo so in einer bewaldeten Gegend gefahren. Und dann gab es so eine Pipi-Pause und zufälligerweise vor uns hat ein anderer Tourbus auch eine Pipi-Pause gehabt. Und zwar war das die österreichische Band Seiler und Speer. Und am Ende waren dann einfach 40 erwachsene Männer aufgereiht und haben alle in den Wald gepisst. Das werde ich nie vergessen. Und dann sind oft ein paar in den falschen Bus eingestiegen. Wir mussten dann nochmal stehen bleiben und wieder quasi, dass dann alle am richtigen Ort sind. Also, ihr seid momentan neuen Lieder und so am Song schreiben. Passiert das da so unterwegs? Passiert das da in dem Bus? Man schreibt zu Hause, dann trägt man es ins Studio. Ja. Aber schreibt ihr zusammen? Dieses Album ist ein extrem gemeinschaftlicher Prozess und auch ein therapeutischer. Also es gibt viel zu reden, es ist viel passiert und es ist ein sehr intensiver Prozess. Ja. Das Album ist, glaube ich, unser intimstes Tagebuch jemals. Ja. Also es hat so viel unmittelbar mit unserer Geschichte und sehr vielen persönlichen Schicksalsschlägen innerhalb der Gruppe zu tun. Das ist auch kein Stilmittel, das wir uns überlegt haben, das muss da einfach sein. Das ist eine natürliche Entwicklung. Das kam so intrinsisch. Ja. Ihr hattet ja auch nicht mega groß Zeit, das zu verarbeiten eigentlich so. Ich glaube, man kann es nicht verarbeiten. Das dauert das ganze Leben, das dauert für immer. Das Leben dauern, ja. Das ist irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall schön und ich bin sehr dankbar, dass wir es gemeinsam verarbeiten können. Das alleine ist ein harter Brocken, aber in der Gruppe ist es ein bisschen einfacher. Also der Ausgleich so zwischen Privatleben, Wander. Ich weiß nicht mehr, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Ja, Wander ist für uns alle unser Leben geworden. Ja, und ich möchte es auch gar nicht mehr so getrennt sehen. Na, über die Jahre pendelt sich das eben ein, dass man, wenn man auf Tour ist, dann nicht halt so in ein Loch fällt, wenn man nach Hause kommt. Also am Anfang ist das schon so, wenn man diesen Weltenwechsel noch nicht so gewohnt ist. Und das fühlt sich jetzt natürlicher an irgendwie. Das eine hat mit dem anderen einfach viel zu tun, weil aus dem Leben entsteht die Musik und vice versa. Danke vielmals, dass ich hier diesen exklusiven Einblick erhaschen durfte. Hat mir Spaß gemacht. Danke euch. Uns auch. Danke dir. Danke sehr. Danke.